Danke, Frau Vorsitzende, Frau Minister, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Dieses Gesetz, das wir hier und heute behandeln, sucht seinesgleichen aus mehreren Gründen. Es geht bei diesem Gesetz um eine Verfassungsbestimmung, wo der Bund temporär in die Kompetenzen der Länder eingreift und diese auch beschneidet. Mit diesem Gesetz hebelt die Bundesregierung das Mitbestimmungsrecht der Länder bei Gesetzesvorhaben aus, die das öffentliche Auftragswesen betreffen. Und normalerweise ist sowas immer ganz ein heikles Thema, doch schon so wie zu Corona bildet sich auch hier wieder, wenn es um das Thema Sanktionen geht, eine Allianz aus Schwarz, Grün, Rot und Pink, die das alles mittragen, ganz nach dem altbekannten Motto, koste es, was es wolle, in diesem Fall halt unsere Bevölkerung. Und vor kurzem gab es noch eine Präsidentschaft im Bundesrat, Stichwort Dezentralisierung, die den Föderalismus ganz hoch geschrieben hatte und jetzt auf einmal ist der Föderalismus eine Last, wie es scheint. Und ihre Argumentation, zumindest war es im Nationalrat so, warum das jetzt so sein soll, diese Argumentation empfinde ich auch als sehr skurril. Man nimmt hier den Ländern eine Kompetenz weg, weil man befürchtet, dass dieses Gesetz von den Ländern unterschiedlich angewendet wird. Ja, nur wenn das wirklich Ihre Argumentation ist, dann sage ich Ihnen, diese Argumentation kann man immer gegen den Föderalismus ins Treffen führen, denn es kann ja immer unterschiedlich angewendet werden. Und das ist ja in Wahrheit das Wesen des Föderalismus, dass eben Länder hier eine Eigenständigkeit haben. Deswegen ist ja das bundesstaatliche Prinzip in der Verfassung verankert, weil es eben Bereiche gibt, wo die Länder es besser machen können oder es besser machen und auch deshalb es Ländersache ist. Und nun ein wenig ins Detail dieses Gesetzes. Am 8. April dieses Jahres wurde eine weitere Sanktion in der Europäischen Union gegen Russland beschlossen, die es gestattet bis zum 10. Oktober, also kommenden Montag, dass öffentliche Aufträge weitergeführt oder auch vergeben werden dürfen, auch wenn Unternehmen beteiligt sind, die mehrheitlich russisch sind. Danach, also ab kommenden Montag, soll es eben nicht mehr erlaubt sein. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und genau darum geht es in diesem Gesetz. Es geht um die Ausnahmen. Also gewisse Dinge, nämlich Dinge wie zum Beispiel Gas, Palladium, Platin, also Dinge, die wir brauchen, sollen dann trotz der Sanktionen geschäftlich abgewickelt werden können. Dafür gibt es dann, sofern die Frau Justizminister oder eben auch die Bundesregierung das will, sogenannte Sondergenehmigungen. Und die Bundesregierung spielt dann wieder Gott und sagt, geht oder geht nicht. Ein Schelm, der hier Böses denkt, wir erinnern uns an die Vergangenheit, da bin ich jetzt schon gespannt, für welche guten Freunde der ÖVP wieder alles möglich sein wird. Aber klar, liebe ÖVP, auch hier gilt natürlich so wie immer bei Ihnen die Unschuldsvermutung. Sie wissen, wir sind aus gutem Grund gegen die Sanktionspolitik. Nur wenn das, was Sie hier machen, eine Sanktionspolitik sein soll, nämlich mit Ausnahmen, also dort, wo es uns gerade passt, dann ist das alles andere als eine stringente Sanktionspolitik. Das ist eher so eine Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Politik. Und Sie verkennen hier auch ganz eindeutig die Situation. Wir sind von Russland abhängig, nicht umgekehrt. Die brauchen sehr wenig von uns. Und ein weiteres Problem an der Sache ist, dass heute schon der 6. Oktober ist. Und Sie beschließen heute, dass alle Unternehmen, die öffentliche Aufträge haben, überprüfen sollen, ob ein Teil oder sogar ein Gutteil der Eigentümer Russen sind. Das klingt jetzt einfach und ist wahrscheinlich bei kleineren Unternehmen, ja, ist es wahrscheinlich auch einfach. Aber wie schaut es da bei Konzernen aus, die zum Beispiel in Gesellschaften zusammenarbeiten oder gemeinsame Gesellschaften gebildet haben? Da kann es dann schon sein, dass es zum Beispiel ein Unternehmen selbst gar nicht weiß, wer da aller mit drinnen hängt, beziehungsweise wer da dahinter steht oder wer gar der wirtschaftliche Eigentümer ist. Und was Sie an diesem Gesetz, was da wirklich letztklassig ist, das ist, dass man diese Bürde unter Strafandrohung der Sanktionsverletzung den Unternehmen umhängt. Also das nimmt man nicht einmal auf sich, sondern
das hängt man den Unternehmen um. Und diese müssen jetzt bis kommenden Montag prüfen und feststellen, ob das eben bei ihren Unternehmen zutrifft oder auch nicht. Und die Frau Minister muss dann entscheiden, geht oder geht nicht. Und das, meine Damen und Herren, und das richtet sich vor allem an die ÖVP, das ist im höchsten Maße wirtschaftsfeindlich und wird sich genauso rechnen wie ihre Corona-Maßnahmenpolitik und so wie ihre verfehlte Klimapolitik. Schwarz und Grün zerstören hier unsere Wirtschaft und der Mittäterschaft von SPÖ und auch den NEOS. Und jetzt ist auch nachvollziehbar, dass die Industrie in Österreich vor einer Deindustrialisierung Österreichs warnt. Denn was wird denn jetzt die Folge sein? Die Unternehmen werden abwandern, das passiert zum Teil auch schon, nämlich dorthin, wo sie nicht nach Strich und Faden vorgeführt, wo sie ungerecht und ungleich behandelt werden. Und nichts anderes ist das. Das ist eine klare Ungleichbehandlung und das zum Nachteil unserer Wirtschaft. Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland und in weiten Teilen der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, weil es gerade vorher Thema war mit der Frau Minister Tanner. Wir brauchen in Österreich gar kein Blackout, damit wir in die Steinzeit zurückversetzt werden. Das schaffen schon diese schwarz-grüne Regierung mit Rot und Grün und diese EU. Die schaffen das alleine. Allein dieser Gesetzwerdungsprozess zeigt auf, dass hier alles andere als professionell gearbeitet wurde. Am 9. April, also einen Tag später, wird eine Verordnung auf EU-Ebene erlassen. Wir sind übrigens davon ausgeschlossen gewesen, also das war ja geheim, wie es scheint. Und dann gab es an diesem Montag, also am 3. Oktober, vor 3 Tagen, eine hektisch anberaumte Justizausschusssitzung, um kurz danach in einem Sondernationalrat das Ganze durchzuboxen. Jetzt stelle ich mir die Frage, was hat das Justizministerium vom 9. April bis heute gemacht? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Warum ist 5 Monate lang nichts passiert und muss das jetzt alles binnen einer Woche durchgewunken werden? Und eine spannende Frage auch noch, warum, wenn man von dieser Maßnahme überzeugt ist, endet diese am 31. Dezember 2023 wieder? Wissen Sie etwas von der Regierung, das wir nicht wissen, zum Beispiel, dass zu diesem Zeitpunkt der Krieg vorbei ist oder dass zu diesem Zeitpunkt die EU ihre Knieschusssanktionen, die uns mehr schaden als Russland, wieder aufgegeben hat? Fragen über Fragen. Und ich lehne mich jetzt einmal aus dem Fenster und sage Ihnen, warum Sie dieses Gesetz heute so beschließen, wie Sie es beschließen. Weil es nämlich immer mehr Politiker innerhalb der ÖVP gibt und auch der Wirtschaftskammer, die gegen diese Sanktionspolitik der Bundesregierung und auch der Europäischen Union sind und sich auch dagegen stellen. Und die Regierung hat ganz einfach Angst, wenn ein sehr kalter Winter auf uns zukommt, dass die Stimmung in Richtung Beendigung der Sanktionen kippen wird und es dann eben Landespolitiker geben kann, die dem Druck der Bevölkerung nicht gewachsen sind und dem nachgeben. Und um dieses Risiko, dass die Länder sich gegen ein Gesetz stellen, welches eigentlich sogar in die Vollziehung der Länder fallen würde, auf null zu senken, entziehen sie heute den Ländern ihre Mitwirkungs- und Zustimmungskompetenz bis Ende 2023. Meine Damen und Herren, Sie führen damit die Landespolitik und gleichzeitig damit die Länderkammer, uns im Bundesrat ad absurdum. Und genau aus diesem Grund werden wir Freiheitliche leider als Einzige gegen dieses Gesetz Einspruch erheben.